Oh, wir können Vanguard spawnen. Yeah. Dann werde ich mir mal den Sanderer holen. Gute Idee. Stimmt ja, sonst wären die Deltas in. Probier mal den Sanderer zu springen. Kann hier noch einer mein Geschütz einsteigen? Was hast du für eins? Helle Bar. Quatsch. Enforcer. Ja, ich kann's machen. Hinter uns. Komm gleich. Oh. Mein Spiel ist abgeschmiert. Ich glaube, B ist gerade ein bisschen gestürmt worden. Habt ihr noch einen Medic? Ich mache einen Ninja und dann komme ich rein. Ja, sofort. Sicher, erst Leute, wir haben den Galaxy aus. Wir haben Down gemacht und der ganze Rauch ist. Wir gehen jetzt direkt weiter zum Tippung. Scheiße. Das ist eine. Ich bin schon direkt vor dir. Gunship Galaxy. Ey, wo gehst du? Wo bist denn du? Verdammt. Hört auf zu sterben und hebt mich wieder auf. Ha. Leichter gesagt als getan. Die Peak haben denn jetzt bei C rum stattdessen? Nein, ja, zwei, drei, vier von denen gammeln. Ja, der Rest versucht über die Mauer zu kommen. Okay, sammelt euch nochmal im Spawn. Und diesmal will ich eine Hexamax, ein Inchi und eine Medic dabei sehen. So, außen rum zum Sunderer. Hier ist Infanterie. Ich hab eine Max gezogen. Alles klar, haben wir noch einen Inchi? Ich warte. Beim Cartoon-Wegpunkt beschwert sich ein feindliches Squad-Beacon. Ich mach schon. Okay, los geht's. Max geht vor. Du dann wird man aber wahrscheinlich mit der leichten Einheit dran müssen. Okay, ist schon weg, oder? Yep. So, ich mach mal den Korrigen. Xelon, kommst du mit? Ja klar. Ich warte doch nur auf euch. Ah. Ich bin nicht die Einzige, die auf die Idee kam. Los rein jetzt. Ja, mehr Max ist es noch. Gute Arbeit soweit, Jungs. Wenn wir so weitermachen, können die immer noch nicht weiter vorrücken. Die müssen sich so in den Arsch speisen. Speisen alles auf uns, was sie haben, und kommen trotzdem nicht durch. Sehr gut. Die Granate. Die Einrichtung wurde gesichert. Weiter zum Sanderer. Jo. Lightning. Bleibt hinter der Max. Ja, schon übernommen. Ja, Stellung. Sanderer ist down. Bei den Leuchten, ja, bei den Fackeln. Ja, yeah, außenrum alles weggefegt. Das ist so cool. Da vorne ist einer, glaube ich. Oh. Hast du es gesehen? Ja, ein Flash war das. Beacon. Bei A und bei C. Ja. Ja, wenn die Hexamaxes mal kommen in Massen, dann. Da, ein Sanderer. Lightning. Oder Lightning. Mal vor. Kann ich zielen zu hoch? Was bist du denn? Yeah! Geht voll ab hier. Meiner! Wo ist denn mein Kerberoff? Ich hab ein bisschen verloren in den Kram. Hier, kommt schon der nächste Sandy. So. Kerberoff ist Kerberoff. Wir haben unsere Maxen halt ein bisschen verloren. Kerberoff geht da raus. Guck mal, dass die A gesichert bekommt. Da laufen so lauter Einzelne rum. Ey! Wegfahren, Ninja nicht vergessen. Brawler. C wird angenommen, dann geht's. Nein, ich wurde gekillt. Von wann? Von wo? Von wem? Passiert. Oh, noch ein Sanderer. Ich bin ganz alleine, Hilfe. Ja, wo seid ihr denn alle? Ich hab gesagt, ja, ich spring da ab an der Seite. Bei C sind wir jetzt gerade alle. Ja, gut, da solltet ihr auch hin. Oh, ich muss reparieren. Ach, du musstest ja im Panzer, stimmt. Nee, jetzt nicht mehr. Aber wir haben, naja, viel zerstört. Aber zwei Zanderer stehen da noch. Boah, nee. Willst du bei mir als Garner oben rein? Ich hab den gleich. Ja, genau, kann man machen. Bin sofort da. Feindlicher Sandra auf dem Squad-Weg kommt. Seht ihr den? Wenn ihr den Daumen bekommt, seid ihr. Ah, sorry. Ganz gut aus. Seht ihr den Sander, oder? Ja. Danke. Hinter Kerberoff her, du führst. Ich weiß aber leider nicht, wie man da hinkommt, um zu geben. Idiot, der stand so offensichtlich da.
Kommt ihr alle hinterher? Versuchen wir zu dem Sandro durchzukommen, oder? Ja. Schnell, schnell, schnell durchs Sperrfeld. Allgemein kommt der rechts rum, ist kürzer. Obwohl, nee, da ist ein Sanderer. Spawnt einfach einen Sanderer. Stellt ihn irgendwo, dass das Ding offen ist. Je mehr Spawnmöglichkeiten haben, desto schneller können wir von Punkt zu Punkt kommen. Ja, dann hat er recht, aber Moment. Nichts wie Schrot. Bin ich eher damit beschäftigt, diesen unseren Trupp hier zu organisieren. Also. Da vorne ist jetzt auch ein Sanderer. Achtung, oben. Oben auf dem Aufzug ist gerade einer rumgehüpft. Ich hab grad ne Schrot drin. Wow, wow, ist Mossi. Also hier kommt man auf jeden Fall raus über den Turm. Ach. Ja, okay. Wo bleibt der Rest? Oh. Habt ihr, den Sander im Westen? Genau, okay, habt einen Punkt drauf, passt. Wir stehen jetzt hier direkt an der Mauer. Alter, diese dumme Scheiße! Captain. Bitte. Wir verstehen deinen Zorn. Au! Oh, fuck! Bitte, wir haben eine Schrotflinte gehabt. Ich glaube, den hat unsere. Schade, kannst du dir wieder ein Dings holen? Mein Gott, oder dauert das? Ich glaub nicht, aber ich kann einen Hellwasser holen. Der ist aber gerade nicht ganz so effektiv. Ich brauche hier mehr Leute bei der Maxen. Ist der Sandy da hinten weg oder? Nee, der steht noch da. Jetzt ist er weg. Sandy ist. Ach, gut. Falken ist gesprengt, oder? Oh, gemessert. Ich hab's gesehen. Zack. Nördlich von C steht aber immer noch außerhalb des Sandy. Das ist Sandy. Ein Sandy weniger. Wieder einer weniger. Aber ja. Und noch ein Lightning. Oh, das wird. Ich spawn da mal. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch mal herkommen. Aber mir wäre es lieber, wenn ihr weiterhin. Ah, sicher. Scheiße, ich habe mir schon wieder alle Checkpoints eingenommen. Ja, die Leute, wir haben im Süden 3-4 Panzer, die versuchen hier durchzubringen. Die versuchen nicht nur, die schaffen es auch. 3 Panzer gegen ein Sandy ist schon ein bisschen hart. Ja. Ritter, kannst du mir Munition schmeißen? Lightning gesichtet. Wenn man so tut, als wollte man sie zivieren, kann man sie ein bisschen vor sich her treiben. Ja. Komm, put. Kleiner Panzer. Ich bin hier gelagert, festgenagt. Oh oh. Aber okay, ich sehe hier Flugeinheiten, ich weiß nicht, ob unsere sind. Ich sehe hier eine Galaxy, ist unsere. Cool. Wo ist denn der Panzer jetzt hinter der Stand? Oh. Vorsicht. Da ist noch einer. Na, zu spät. Nein, habe ich aber auch erst nicht gesehen. Brauch Reparatur ganz Lightning? Dringend. Was ist das? Kaboom! Oh. Da ist der Lightning in die Luft geflogen. Was, the German guys looking for me? Sorry. Einer weniger. Da ist noch einer, Xelon. Ich sag ja, wir sollten gleich Richtung Anvari Frozen Reservoir auch noch vorrücken. Ja, ich weiß nicht. Wir machen uns gerade Sorgen, dass wir uns überdehnen. Und mal schauen. Wir sind da ja am Gewinnen im Alarm. Ach, nee, im Moment, das ist Gleichstand. Was? Blöd? Ja, ich sehe Nein. Nee, die Terran haben alle Biolabs und wir haben 4. War das Game heute komplett leer? Nein, war nur haben wir Nein, haben wir nicht. Biolabs. Hä? Hast du ein Problem mit den Augen? Hast du die Farben wieder anders eingestellt? Irgendwie ist meine Farbeinstellung falsch. Ja, wir haben halt noch 24 Minuten und wenn wir Pech haben, verlieren wir das an Vari gleich an die Warnungs- an die TR. Vari verlieren wir. Die müssen nur noch an einen Außenposten ein, den sind sie direkt im Biolab. Gucken wir auf die Karte. Ja, ich sag's mal. Da war Pale Canyon, ne? Ja, genau. So, die Terrane, die kommen aus dem Südwesten. Ich weiß Bescheid, also braucht mir jetzt nicht jeder einzelne Squadleader von euch nochmal Bescheid geben.
Ist okay, ich hab dem Commander Bescheid gegeben. Er weiß Bescheid, dass sein ganzes feindliches Platoon vom Pale Canyon jetzt Richtung Andvari Frozen Reservoir wahrscheinlich vorrückt. I've got Kane and Justice on the way, man. They're gonna help you. Er weiß Bescheid. Was hat er gerade gesagt? Kane, auf jeden Fall, er hat jetzt ein paar Leute Justice hingeschickt, kommen. Die kümmern sich darum. Wir bleiben weiterhin im Norden, bis wir abgezogen werden. Krieg im Norden. Unglaublich, man kommt nicht aus der Base raus, man ist komplett zerballert. Ja, das ist echt hart. Aber zum Glück kommen sie nicht mehr rein. Ja, zumindest nicht mehr so hart wie vorher. Wir sollten uns wieder darauf konzentrieren, B und C wieder einzunehmen. Jo. Wir alle im Turm sammeln, oder? Ja, ich hocke im Turm fest und versuche die Sniper ein bisschen zu unterdrücken. Zur Hilfe, zur Hilfe, ich werde sie unterdrücken. Nein! Au, au, au. Aber okay, wir können uns wieder sammeln und mal zu B weiter vor, wieder vorrücken. Kommt mal alle her zu mir. Dem Sternchen bitte folgen. Ich bin mal kurz auf K. Hey! Unfortunately, there's a queue to Esimir right now. I'm gonna come and myself and see if I can organize some things. You may need to pull out of Snowshear and just direct me back to that biolab. Da steht ein Ingi mit seinem Turm. Das gibt's doch nicht. Ich kann mich bei der Treppe einen aufheben. Im Gebäude. Schon unterwegs. Oh, hast noch zwei geschlachtet vorher. Hm? Ja. Was macht man denn? Was macht man denn? Ich bin leider down bei dem Gebäude. Ich kann mich auch nicht entscheiden, welche Waffe ich nehme. Okay, wenn wir schon alle da in Richtung C vorstürmen, dann komme ich das auch mal hin. Wir versuchen das zu nehmen. Bei B sind wir drin. Alles klar, ja, dann ist C über. Wow. Alter. Fliegen Raketen rum. Ja, krabbeln tun sie nicht. Ach du Ritter, rechts von dir! Oh, mich hat er auch noch erwischt. Ach ja. Trotz Jackhammer. Da ist ein Medic, der hinten ist da. Oh, einer im Fenster, links. Ja, irgendwie hatte ich gerade den Burst nicht mehr drin. Nein! Feindliche Max-Einheiten identifiziert. Nicht Kontakt. Ach Gott, dann läuft hier erstmal die Leitimpf davor rum. Elon, lebst du noch? Ich hab vor in dem Moment, wo du gefragt hast, bin ich draufgegangen. Shedder ist da. Ja. Noch irgendein Medic! Außer mir, na, jetzt lebt eh alles wieder hier. Mehr oder weniger. Ja, Shedder, wenn jetzt noch Collier da wäre, dann würden wir alle eine KT von noch was 100 haben, weil keiner von uns wirklich sterben würde. Wenn Shedder und Collier da sind, das ist echt gut. Bin ich auch so gut wie Collier? Fast. Aber du kommst schon nah. Da kommt schon wieder einer mit seiner Bühne. Nö, kommt da nicht. Achtung, von hinten! So, ich komm nicht. Gute Idee. So. Den ich viermal auf dem Weg zerlegt worden bin jetzt. Oh, kann mich noch einer aufheben? Also die sind einfach alle Sanitäter. Bringt wenn du nicht alle umbringst, können sie alle wieder aufstehen. Achtung, schwere Dinge. Seid ihr alle auf dem Dach oder wo seid ihr alle? Nein, wir sind alle eigentlich tot. Alle da drin.
Jetzt heißt es Spawn bieten hier. Jetzt haben mich alle umgelegt, außer dem, den ich umlegen wollte. Map. Alvari Frozen. Ja, hey, Sanji, verdammt. Daneben ist ja ein Ding. Wir stecken jetzt ziemlich in dem Gebäude fest, ne? Ja, ja. Egal, solange wir zwei Punkte haben. Ja. Ja, jetzt verlieren wir gerade. Hättest du lustigst gesagt. Scheiße, ich muss näher ran. Von der Entfernung kann ich nichts mit dem Mech machen. Ja, die Kruppflinte ist ja auch nicht sehr effektiv. Fertig. Also zwei Punkte brauchen sie länger als den Alarm, um das Load für einen zu nehmen. Mhm. Ja, das ist 21 bei Antwari Frozen. Glaub, ich eigentlich hätte sollten wir zwei oder sollen. Ja, mit Antwari Biolab ist gleich alles in Ordnung. Wenn du mal guckst, weiter Pale Canyon. Dort ist momentan die Jesters und die Kane-Streit macht. Sobald die da drüber sind, holen die sich aus dem Reservoir auch zurück. Dann haben die gar keine Chance, erst Antwari Biolab zu holen. Ja. Ich werde aber wahrscheinlich trotzdem mal einen Spot von uns drüber schicken. Da wir ja schon die ganze Zeit unterwegs waren, wie wär's denn, wenn hier, Cole, wollt ihr so rüber schon mal an Vari und schon mal ein bisschen die Leute aufhalten, die versuchen, da rüber zu kommen? Wie wär's? Hey Leute, na, alles klar bei euch? Also, wie die Freunde nach an Vari. Bahn ist lange genug hier. Shadow, was sagt ihr, hinter die Flinte? Okay, dann machen wir so halt, Cole. Den hab ich grad gemacht. Da hab ich C4 reingeworfen. Nicht so viel von dem Antwari-Frausenreservoir da drüber. Leute, ich bin bei C. Dass Kane genug Zeit hat, den Antwari-Frausenreservoir wieder zu bekommen. Das heißt, dass der Vorgesetzte redet und wenn das nichts mehr kommt, schmeiß ich dich aus dem Team. Ach, ich hab ja noch keine Moderatorenrechte. Hab ihn schon. Ja, nichts mehr gesagt. Nee, also bei Trupp und Oblieder und so weiter reinquasseln geht gar nicht. Da werde ich in das ist ja Zukunft Quasi, auch sehr ich hatte gesagt, die Stoße zu C vor. Ja, ich will aber ja nicht alleine das stehen. War zu dem Zeitpunkt auch unwichtig, denn eigentlich hieß es, wir gehen nach Antwari. Also jetzt Antwari. Kobe, we need you to leave Snowshoe. I need you guys, I know it's a bit ridiculous, but I need all the Germans to go back to Antwari Biolab now. Okay, dann mach ich mal redeploy, oder? Ja, are you there, Germans? Kann einer mal vielleicht einen Harasa holen? Yeah, there's a TR have access to Anvari now. Macht, also ihr könnt da direkt spawnen und verlegt euch. Ah, ja, ich hab eine Max. Ja, ihr habt das alle gehört, wir sollen uns sofort zurücklegen an Anvari Biolab. Los geht's. Jo. Schon da. Muha, hier lohnt sich meine Grobflinte. Ja, alle sofort zurück zum Anvari Biolab, es gibt keine Ausnahmen. Wenn's also, Captain Wright gibt da eine Max. Letztendlich lassen wir den Snowshare Watchtower quasi zurück als Bufferzone. Wir haben genug Ärger hier jetzt noch und Antwari Biolab ist nun mal das Wichtigste jetzt. Wir haben gut genug dort oben verteidigt, das haben wir alle sehr gut hinbekommen. Wir konnten die lang genug zurückhalten, nur jetzt sind die halt hinter uns und das muss halt jetzt geregelt werden. 15 Minuten müssen wir so noch zurückdrücken, dann ist die Sache gegessen. Generator hat uns schon getappt. Hauptsache, wir sind an einem Antwari Biolab und deffen das Ding. Wie wir das machen, ist jetzt erstmal egal, nur kommt schnellstmöglich dorthin. Max-Man! Ja, logisch. Funktioniert im Biolab eigentlich immer. Kerberhoff, geh da mal weg. Dieser nette rote Mann da hat was gegen dir, nämlich Kugel. Achso, ich bin ja schon leid. Ich sollte mehr Vertrauen in euch haben. Hier sieht es relativ sicher aus, verbarrikadieren wir uns hier. Ja, da ist schon einer fröhlich im Geschützzugang da drüben. Blockiert mal den Teleporter. Komm jetzt rein. Ja, sie haben auch schon unsere ganzen Flugabwehrgeschütze und sowas übernommen. Auch nicht so schön. Ja, die sollten wir zurückhacken oder zumindest sprengen. Kann ja mal auf Tour losgehen. Hat auch keine Chance. Kann ich mal versuchen. Sicher doch mal die andere Tür, nicht nur die eine. Und achtet auch ein bisschen hinten aufs Landepad. Ja, wir sind so viele, ist safe. Ja, mal abwarten. Kane ist auch gerade angekommen. Au! Ja,
Hör mal auf, ich bräuchte ein Medic. Du hast doch noch Inchi. Hm. Ah! Oder? Nee, nicht mal. Ich dachte, da steht wieder unsere Wache. Das Mechanische. Die letzten 13 Minuten können wir uns jetzt auch noch auf den Biolab-Fight einlassen. Das dürften wir hinbekommen. Holt euch Popcorn. Ich glaube, da wird nicht mehr viel kommen. Da jetzt eine rausläuft. Ja, ich mach mir ein bisschen mehr Sorgen hinten übers Landepad. Aber die Kane scheint da gerade ein bisschen Verteidigung aufzubauen. Moin Leute. Moin moin. Oh ja, da ist gerade irgendwas ziemlich Großes hinten explodiert. Der Druck müsste offen sein. Ja, war tot. Was sind hier gerade auf dem Landepad zerrissen? Ja, das weiß ich nicht, aber es war was Großes. Es ist explodiert. Es ist nicht nur da, das ist die Hauptsache. Zumindest wenn es von Veteranen war. Ja. Ja. Aber ich meine, was würde uns jetzt ein Lip oder eine Gel auf dem Landepad nützen? Punkte. Vom Reparieren. Aua. Da konnte ich mich gerade nicht wegbewegen. Sah interessant aus. Ja. So, und so bringt man Neulingen bei, nicht vor den Spawnraumschilden rumzugammeln. Weil Shatter auch so ein Neuling ist. Von hinten, Mary! Finde ich gut, alle schreien rum, alle ballern rum, hier passiert nichts. Ob die Light Assault von denen nur mit zwei Waffen rumrollen würde, Lynx und Haymaker. Was anderes siehst du nicht. Das wird zum Kotzen. Oben auf dem Dach. Aber kommst du an mich ran mit deiner Medi-Pistole? Wie denn? Liegt da auf dem Felsen am Spawn. Junge, ich bin schon bei dir im Trupp, das ist schon mal zum Ersten. Und zweitens, ich habe keine Teamspeak-Adresse. Ach, Bio, bist du schon da? Ich bin gerade über einen Trupp-Chat gequatscht. Ja, ich weiß nicht. Er hat gerade gesagt, genau das. Hab ich doch gerade gesagt, ich habe keine Teamspeak-Adresse. Ich muss mich mal gleich irgendwo hin verpissen, wo mich nicht gleich jemand umnieht. Die Maxis oder ODSM sehen geil aus hier. Kommen vom südlichen Landepad und zwar massiv. Alter, die sind drin. Geht nach Süden. Die kommen vom Dach, alle. Erst den Medic umgelegt, dann den Heavy. Mann, da suche ich euch, dann seid ihr hier. Ja, Bio hat nicht mehr die Adresse, die muss ich ihm gerade raussuchen. Und der zweite auch. Chester, warte, ich kann auch. Nee, hab schon, ich bin schon fast. Schon. Ja, einfach chestersnc.com. Wir, ja. Wie Tontauben schießen per Gurkentruppe da auf dem Dach. Wo seid ihr? An Bari. Ist an mir. Ist an mir. Okay, egal. Sind noch 10 Minuten, dann ist er gleich einer bei B aufheben. Hopp ist ja, gleich auch rum, Weg. Hoffe ich, weil ich muss so langsam aufhören, sonst habe ich kein Internet mehr diesen Monat. Kotzen, ey. Ja, ist aber ich habe ja, ich bin ja 2 Wochen diesen Monat bei meinen Eltern, deswegen passt es schon, wenn ich jetzt ein bisschen mehr zocke. Dann zieh ich den Traffic wenigstens wieder voll auf. Dass es überhaupt noch Traffic-Beschränkungen gibt. Die werden jetzt gerade erst wieder richtig eingeführt. Nein, die sind doch in Kritik gewesen, die dürfen das gar nicht. Dürfen sich nicht verfassen. Ja, nee, das ist ja nur auf. Die Diskussion bitte später, wir sind in der Op. Mach das. Wusstest du vielleicht nicht. Hier kommen sie überall vom Dach. Wie sie geschlachtet werden. Nächstes Wochenende erst. Ich sehe von Norden kommen jetzt auch ein paar rote Pfeile. Wenn ich alle am Süden rumhüpfen würde, wäre das ganz nett. User disconnected from your channel. Es eben war ich ja noch da. Was war das? Ja, ich lass auch. Mich einsetzen. Was braucht ihr? Medic, NG, Heavy. Egal, Leon. Hauptsache Schaden. Okay. Hauptsache Mann. Ach, da oben ist eine Event würde ich fast eher auf Medic tippen. Für einen Biolab-Kampf haben wir da ein bisschen wenige. Okay.
mit einer Revive-Granate. Medic oder Hexen. Vielleicht mal die Spawn-Leuchte auf dem Dach. Da sind drei Spawn-Leuchten auf dem Dach. Flieg da mal hoch. Achso, dann. Ja. Und eine Lip, die wahrscheinlich durch das Schild schießt. Razer, achte doch mal auch ab und zu auf deinen Kampf. Wir haben voll viele neue Member dazu gekriegt, die Kamps dazu. Razi ist wieder da. Ja, ich kenne dich gar nicht. Also ich bin Gründungsmitglied. Achso, okay. Gut. Und Anführer, also recht wir ist, wählen auch gerade wieder. Wenn's recht ist, dann schnapp ich mir mal eine Light Imp und kletter aufs Dach hoch und schau, ob ich die drei Leute. Das kannst du durchaus tun, das ist vielleicht gar keine Idee. Ich bin schon auf dem Dach. Ich mach die hier weg. Ist doch nicht alleine, wenn ich das richtig sehe, da sind schon ein paar. Die sind schon alle weg. Die sind alle weg? Kaputt gemacht, ja. Och man. Naja, ah, nee, eine, da oben sind ja noch welche. Jetzt hab ich die gesehen. Eine sehe ich. Okay, zwei, glaube ich, sogar. Schön gründlich sein, ja? Kann. Hä, aber das reicht doch rein rechnerisch gar nicht mehr, den Wahnsinn. Can I get any Germans on Esmir to Andvari Biolab? Ah doch, kannst du gleich sagen, wir sind schon da. Ja, das kann ich nicht sagen. Das ist eigentlich Strikeness Ausgabe. Ich glaube, Puff, das hat das mit der Befehlskette nicht so ganz durchgeblickt. Naja. Roger that. Just making sure. Ja, ich glaube, wir haben es noch so ausgemacht, dass er einfach auf alle Kanäle spricht. Das glaube ich auch besser, so wir alles mitbekommen. User joined your channel. Warte. Bio? Ah, Bio. Wir sind ziemlich am Gewinnen, ne? Das sieht geil aus. Da unten sind einiges, ist einiges an Panzern unterwegs, aber. Ja, Biolab, Panzer, wollen sie doch. Finde ich gerade sehr lustig. Mehr nicht. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, die NC wird das, was früher die Terraner waren, die Terraner werden das, was früher die NC war. Niemals. Nee. Das ist nur heute. Allein durch die Masse geht's nicht, es sind einfach nicht so viele. Ja eben, die Terraner waren früher eben auch immer die kleinste Fraktion, haben aber trotzdem gerockt, einfach weil sie organisiert war. Ja, das ist heute so um eine Ausnahme. Das war aber schon von ja, den weil wir inzwischen fast alle größeren, wir haben fast alle größeren Outfits in der Allianz. Wir haben, ich glaube, im Moment haben wir glaube ich 6 Platoons unterwegs. Ungefähr sowas. Chester's Reapers haben jeweils 4, jeweils 2. Kane haben 2, das sind alleine schon 6, also 7 Platoons mindestens. So, und wer vergewaltigt hier gerade schon wieder seine Tastatur? Das frage ich mir auch die ganze Zeit. Gibt doch nichts Schöneres als der Anblick explodierender Panzer. Vor allem, wenn es die vom Gegner sind. Also die Allianz läuft jetzt nach dem Terrorbird und... Ach, Captain Cardiff habt ihr eher noch nicht erfahren. Captain Cardiff ist weg. Endgültig. Er hat die Chesters verlassen, beziehungsweise er hat die Chesters verlassen worden. Und er ist abgesägt auch die Allianz worden. Ja, sozusagen, weil Puff das also, hat ihn... Also er hat erklärt, eigentlich halt, also Cardiff ist schon freiwillig aus Chester gegangen und dann haben wir ihn halt auch, hat ihn Puff das halt auch die Allianz gezogen, weil er nicht mehr im Outfit war. So. Und... er hat es halt begründet, dass er eben auch fand, dass der ein bisschen arrogant war und so weiter. Er hat eigentlich schon gute Ideen gehabt und so, war halt auch kaum noch aktiv und so weiter. Dann hat er das jetzt selber in die Hand genommen. Ich glaube, er macht das auch ganz gut im Moment. Wir hatten jetzt vorhin eine Allianzbesprechung. Ist eigentlich vielleicht bei einem, ob es eigentlich eh vorbei wird. Und zwar gibt es so eine Art, ich nenne es jetzt mal Hohen Rat, offiziell, wenn ich es nicht genau, weil Waffe sind wirklich betont, dass er nicht alleine der Anführer sein will, sondern alle Outfits gleichgestellt sind. Da hat eben jedes Outfit erstellt einen seiner Anführer rein. Das bin jetzt erstmal ich, war zu erwarten, weil ich halt dabei war. In der Allianz, die eben praktisch so die, zusammen die Entscheidung treffen, praktisch so demokratisch, wie wir es halt auch machen. Ich finde es alles gar nicht so schlecht, was er jetzt heute gemacht hat. Und die Op lief ja auch ganz gut dafür, dass er das erste Mal eine Op lief gemacht hat. Holy shit. Kommen jetzt ein bisschen viel. Ja, jetzt geht's hier. Oh, ich seh's. Ich laufe hier gerade planlos rum. Na, 5 Minuten noch. Gibt's denn auch noch was anderes für dich? Nein. Weil er braucht auch 3 Minuten meine. Gibt's was anderes, was? Ja, dass du mal nicht planlos rumläufst? Nein. Ich hab aber noch, hängen noch im Teleporter fest, oder? Solange die da drin sitzen, haben sie hier keine Chance. Ja, deswegen. Toll. Ja, ich bin hier gerade über dem Biolab, über dem Warpgate vom Gegner geflogen.
von dir. Weg, 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 weg. Du solltest sie auch nicht hinfliegen bei den 7-8 Mossis, die hier ums Biolab kreisen. Krasser ja? Scheiß. Oh, cool. Fuck. 5 von den 8 habe ich gerade mitgebracht. Bei dem Soka sollte ich mich entschuldigen. Sorry. Entschuldigung. Ach übrigens, für Snowshoe Watchtower kommt gerade ein ziemlich großer Panzer-Zerg. Ja, sollen sie doch. Ja, das sind 48, das sind richtig viele Leute. Ja, das reicht ihnen, die müssen erst auf Atari Barracks. Die sind nicht dumm. Eigentlich hätten sie auch über Atari Frozen angreifen können. Und jetzt es ist eh zu spät und. Ja, ist gewonnen. Und was wollen sie mit Panzern in dem verdammten Bayern? Rums noch ein weniger. Auf die Explosion. Ja, aber. Ja, wir haben es gewonnen. Alarm ist gewonnen. Mikelus! Mikelus! Nimm ihn in den Mund, Homo! Der Sniper nervt! Wie sind die Ecke und schmollen vor? Ich bin mal kurz AFK. Alter, wir haben halt schon zwei Alarms gewonnen. Alle Achtung, oder? Ja, das ist echt krass. User ja, warum? Weil wir uns eben organisiert haben in dieser Allianz jetzt richtig. Also das läuft auch außerhalb von den Operations. Die Terrible hat schon ein riesengroßes Dankeschön im offiziellen Forum von der Allianz geschrieben, dass es eben wirklich recht gut läuft gerade. Also mir ist es bums, ich hab kein Traffic. Ja, das hatte ich bis vor ein halbes Jahr auch nicht. Da ja von der Range kann andere sein, ja? Nein, keine. Untersteh dich! Wäre aber so lustig, aber da. Ich die Rive-Granate reinwerfen. Oh. Ja, war das nicht sogar View? Ich werfe eine Revive-Granate. Oh Scheiße, lauf weg, das war keine Revive. War das ja, so. Du bist so ein Vollidiot. Da rumst du wirklich nur lange drauf rum, oder? Pete hat vorhin auf deine Aktion mit dem Thunderer, wo ich zum ersten Mal mit dir gespielt habe, rumgeritten. Und du weißt, das war noch ATTZ. Ich bin noch nie über Pandemien gefahren. Genau das. Operation beendet. Neues Konglomerat. So 4000 hat gewonnen. Also. Ja, yippie, yippie. Bei mir wurden die Punkte nicht angezeigt. Wie viel hat man gekriegt? Also ich bin 4400 circa. Was? 4400 ungefähr wahrscheinlich. Okay, ja, ich war auch von Anfang an dabei. Ja. Was ich vermisse, wenn den Terranern ihre Gatling Schaden gegen Fahrzeuge gemacht war, macht die Checkhammer keinen. Doch, was machen wir jetzt? Mit Vollmantel geschossen sollte das Ding eigentlich Schaden gegen Panzer machen, das wäre so geil. Ich bin Kampfrang 62, yippie. PZ. Was ist das für ein Rauch jetzt? Ja. Oh, da jetzt hier kommt gleich trotzdem eine fette Invasion. Bin Kotter verpackt. Ja, die zerschossen wird, schau euch das mal an. Okay. Weg. Ah, oh, ein Bug, kill me please. Ein Bug, kill me please, wie immer. Ne, die kommt von Advari rein. Ich bin dann mal beim Debriefing. Viel Spaß. Oh ja, werde ich haben. Ohne Raccoon ist es immer langweilig. Nein! User left your channel.